Leute, Leute, ich habe wieder großartige Sachen aus dem Supermarkt-Kühlschrank rausrecherchiert. Heute mit dabei. Nice. Richtig nice. Red Bull Yellow Edition, Red Bull Green Edition und Ben Shaw's Cloudy Lemonade. Und da war ich natürlich direkt Feuer und Flamme. Diese Red Bull-Dinger wurden mir ins Herz gelegt. Also Red Bull Yellow Edition ist Tropical. Dann dabei Green Edition, Red Bull, Kaktusfrucht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Früher auf Sizilien, wenn ich ja mal in den Sommerferien war, da hieß es immer, Ficarinha, Ficarinha. Also Kaktusfeige, Kaktusfrucht und, worauf ich sehr gespannt bin, Ben Shaw's Cloudy Lemonade. Und das fand ich irgendwie so, ich kann mir das so, dieses Cloudy Lemonade, da geht mir schon eine ab. Da denke ich so, das ist so ein bisschen was, so eine naturtrübe, naturbelassene, Naturzitrone, so eine Naturlimo oder so. Keine Ahnung. Irgendwas ist da wahrscheinlich. Irgendwas ist da. Ich spüre die Geilheit von dieser Cloudy Lemonade. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Womit fangen wir denn jetzt mal an? Vielleicht fangen wir mal direkt an mit Yellow Edition Red Bull Tropical. Lecker. Lecker. Ist mir nicht sauer genug, ist mir nicht herb genug, hat aber tatsächlich so ein Vibe irgendwie. Bisschen Ananas. Schmeckt. Schmeckt. Aber das ist so, eigentlich ist es auch so, schon wieder so auf Mainstream glatt gebürstet, dass man eigentlich sagen müsste, oh Gott, mein lieber Freund, aber nee, schmeckt. Ein Hauch Ananas. Klar, so ein bisschen Säure, dies, das und so kann man aber nicht schmecken. Ist das jetzt so ein Limettenschwung oder so ein Zitronenvibe? Ich finde schon irgendwie so Ananaslastig. Ist Ananaslastig. Hier ist ja Aroma ist natürlich drin. Ist hier auch irgendwie so ein Ananassaft? Extrakt irgendwie was? Nee, Zitronensäure. Vitamine. Aroma. Ich glaube, Saft ist gar nicht drin. Irgendwie. Aber ich würde das auch so ein bisschen so eine künstliche Ananas verorten. Ah. So, dagegen natürlich direkt. Ist klar. Die Cloudy Lemonade. Ich bin richtig heiß auf dieses Ding. Das Ding steht seit Wochen im Kühlschrank. Enttäusch mich nicht, Baby. Bitterlemon. Aber das muss halt, ist ja nichts Schlechtes. Ist ja nichts Schlechtes. Also nach meinem Empfinden geht es Richtung Bitterlemon und jetzt natürlich denk. Na klar, Bitterlemon ist auch ein bisschen trüb, ne? Mit Zitronenzubereitung aus Konzentrat, 2%, sprich echter Saft, Zitronensaft aus Konzentrat, Orangensaft aus Konzentrat, also auf jeden Fall konzentrierter Saft ist drin, nicht nur Aroma. Und ich möchte sagen, man schmeckt es auch raus. Es ist eigentlich eine geile Limo. Auch so ein bisschen Witz, ein bisschen matt hinten im Mund, so ein bisschen Herbst, so ein bisschen so eine Bitterkeit, so eine Säure. Nicht so ganz so rund und gefällig wie dieses Tropical. Süffig. Wo bekommt man dieses? Ich glaube, es war im Rewe.
Ich glaube, es war am Rewe. Ben Chance Cloudy Lemonade. Finde ich ganz geil. Finde ich ganz geil. Red Bull Green Edition. Ficarinha Kaktusfrucht, Kaktusfeige. Bisschen was Brausepulveriges. Aber ist schon anders einfach. Ist anders. Es ist irgendwie. Es ist wirklich anders. Da ist kein Melonen-Vibe, da ist kein Ananas-Vibe. Ist auch nichts Gurkiges. Nichts Beeriges. Es ist wirklich sehr eigen. Ein bisschen brausepulverig. Schmeckt auch nicht besonders grün oder so. Also nicht so wie gestern dieses Apelsin oder wie das hieß. Nicht so wie so grüne Banane oder so. Ist auch nicht apfelig, nix. Ist hier Saft? Nee, ist auch kein Saft drin. Aroma. Gut, Zitronensäure ist klar. Vielleicht so Anklänge von Heidelbeere. Tropical ist doch wirklich ganz nice. Das ist so ein bisschen so Mango, Ananas. Ja, aber schon sehr gefällig. Recht süß. Die Green Edition Red Bull Kaktusfrucht. Erinnert doch so ein bisschen, geht doch so ein bisschen ins Beerige. Aber hat einen ganz eigenen Dreh. Aber fehlt mir auch dieses Herbe, die Säure, so ein kleiner Kick. Es ist doch sehr rund abgeschmeckt irgendwie. Oh, geil. Ist schon geil. Ist schon geil. Erinnert mich am ehesten an Bitter Lemon für mich heute ganz klar auf der 1. Ben Shaw's Cloudy Lemonade. Geil. Könnte noch griffiger sein. Hat ein bisschen so ein Vibe wie Knossis Alge. So ein bisschen dieser alkoholfreie Erfrischungsdrink. Alge ist noch ein bisschen mehr so auf. Alge geht so ein bisschen mehr Richtung Gin Tonic. Das hier geht so ein bisschen Richtung Bitter Lemon. Und auf Platz 2 für mich. Hey, da ist so eine Süße drin, die alles so platt und gleich macht. Ja, auch irgendwie sehr süß. Auf Platz 2 heute Red Bull Green Edition Kaktusfeige und auf Platz 3 The Yellow Edition Red Bull Tropical. Oh, herrlich.